Die mit dem Costa Award ausgezeichneten Autoren Mary und Brian Talbot werfen uns in Votes for Women, der Marsch der Suffragetten, gleich mitten ins Geschehen. 1912. Ein bereits aufgebrochener Konflikt spaltet eine Gruppe von Frauenrechtler und vor allem Rechtlerinnen. Auf der einen Seite das gut situierte Verleger-Ehepaar Pethick Lawrence, das die Women's Social and Political Union ins Leben gerufen hat, um endlich das Wahlrecht für Frauen in Großbritannien durchzudrücken. Ihr Engagement gegen die himmelschreiende gesellschaftliche Ungleichbehandlung findet aufklärerisch statt, über die Gazette Votes for Women. Auf der anderen Seite die machtsüchtige Emmeline Pankhurst, die das Ehepaar aus der eigenen Organisation rauswirft und mit ihren Anhängerinnen zunehmend militanter wird. Alles historisch verbrieft. Doch über die fiktive Dienstbotin Sally Heathcote, für die die Autoren 2014 schon eine eigene Graphic Novel ersonnen hatten, wird klar, dass auch die Frauenrechtlerinnen immer noch tief in der Klassengesellschaft verwurzelt sind. Gleiches Frauenrecht gilt eben doch nicht für alle. Zeichnerin Kate Charlesworth hebt das Dienstmädchen auch farblich heraus aus der Masse, durch das charakteristische rote Haar, das wie eine Fahne durch die Erzählung weht. Was die Erzählung aber neben der 100 Jahre alten Geschichte brandaktuell macht, sind die Parallelen zu Randgruppen der Jetztzeit. Dieser Aspekt ist neben den spannenden historischen Fakten ein weiteres Plus der gelungenen Graphic Novel.